Und Stammtischpolitik ist ein Schimpfwort, Stammtischbrüder eine Beleidigung. Der Tübinger Stammtisch und Huhn hält dagegen, diese urdeutsche Einrichtung hat angefangen als einziger Ort freier Rede, also Schluss mit der Diskriminierung. Und schon legt unser Huhn ein für Tübingen typisches Ei. Der malerische Holzmarkt erlebt zu dieser Stunde den ersten öffentlichen Warnsitzstreik eines deutschen Stammtisches. Wie viel Halbe im Laufe eines Abends getrunken werden, ist eigentlich unerheblich. Zumindest für Stammtischfreunde. Sie treffen sich regelmäßig immer zur gleichen Zeit, immer im gleichen Wirtshaus. Aber die geselligen Runden fühlen sich abgestempelt als trinkende, niveaulose, labernde Einfallspinsel. Dagegen wehrt sich der Tübinger Stammtisch unser Huhn. Wird der deutsche Stammtisch aufs Übelste diffamiert. Stammtischwitze gelten als schlechte Witze. Heute machten sie ihrem Ärger Luft und gingen auf die Straße. Wir wollen uns auch absetzen gegen die Dumpfbacken, die irgendwo rumsitzen und sich mit Bier zuschütten. Wir sind ein literarischer Stammtisch und das möchten wir hier zum Ausdruck bringen. Und über was redet ihr? Wir reden über Philosophie und Literatur. Wir machen unsere Bücher und wir reden natürlich auch über Privates. Stammtischkultur? Wir fragen mal bei den Leuten nach, was sie dazu meinen. Da wird viel geschwätzt, gell? Viel Zeug, wo man eigentlich besser für sich behalten sollte. Ja, und vom Niveau her? Ja, ist manchmal auch unterm Löffel. Wir haben ja jede Woche Stammtisch. Und mir geht gerne an und es ist wunderbar. Wenn man bloß Zoten sich erzählt und über andere Leute schimpft, finde ich nicht so gut. Ich gehe nicht hin, fertig. Salons und Tafelrunden, das gemeinsame Diskutieren hat lange Tradition. Stammtische, die man mit den heutigen vergleichen kann, sind entstanden im späten Mittelalter in den Städten. Da sind vor allen Dingen die Zünfte zusammengekommen, haben sich zusammengesetzt, haben ihre Dinge besprochen, aber haben sich auch sonst unterhalten, haben diskutiert. Im strengen heutigen Sinn hat sich das erst herausgebildet im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Da sind dann Leute auch ganz verschiedener beruflicher Herkunft zusammengekommen, beim bestimmten Wirt in einer bestimmten Wirtschaft. Dieser Streik war ein Auftakt. Unser Huhn will noch mehr als gackern. Der Streik entsteht, die Stimmung ist gut. Wir sind zuversichtlich, dass sich sehr viele Stammtische unserem Streik, den wir ausgerufen haben, anschließen werden. Stammtisch ist schon recht, aber ich habe nicht gut Zeit, wisse. Aber Sie hätten schon gerne noch, oder? Ja, aber ich habe diskutiert und manchmal wird wahr gesagt, manchmal auch wieder. Fast alle neunjährigen Mädchen träumen vom Reich.